So, weiter geht's. Wir stehen vor dem vermeintlichen Tor, was uns hier rausbringt. Oder Kuro können wir denn rausbringen? Ich habe hier alles erledigt. Ich habe, glaube ich, nicht den Schatz im ersten Level vergessen, hoffe ich. Aber das sieht schon so aus, als käme man hier nochmal zurück, oder? Weil ich muss ja irgendwie den Schatz da beim am Anfang irgendwie hier noch holen können. Egal. Die scheint der Fluchtweg zu sein, den göttlichen Erben mit der Schilf mit dem Schilfrohr rufen. Ja. Na dann, auf geht's. Oh, du hast es gefunden. Dann lass uns jetzt gehen. Ja, mein Herr. Zu denken, dass der einzige Weg, meiner Blutlinie zu entkommen, die Flucht davor ist. Kann man noch mal mit ihm reden? Wohin sollen wir gehen, wenn wir aus der Burg geflohen sind? Zunächst sollten wir wohl die Ashina-Grenze überqueren. Oder uns vielleicht irgendwo verstecken. Was meinst du? Was immer ihr wünscht. Was immer ich wünsche? Das ist der Wolf, den ich kenne. Kurosama? Ach, nichts. Nur Erinnerungen. Dann los. Machen wir uns auf den Weg. Wenn wir den Gang verlassen, sind wir außerhalb der Burgmauern. Ja, das könnte auch direkt aus Dark Souls sein, oder? Spinnweben, dunkel. Wackeln. Ach ja, Mann, ich würde so gern ein neues Dark Souls spielen, aber das werden wir wohl nicht erleben. Egal, wir spielen jetzt Sekiro. Guten Tipp, gleich mal alles kaputt gemacht hier. Der göttliche Erbe. Wir sahen uns zuletzt am Grab eures Onkels. Genichiro-sama. Ich... Danke. Überlass das mir. Boss? Bossgegner? Der edle Shinobi steht uns also im Weg. Okay, Bossgegner. Du stehst vor Genichiro Ashi. Au! Oh, den habe ich nicht kommen sehen. What the fuck? Oh, okay. Oh. Au. Das hat bestimmt Schweineweh. Mehr hat mir ein Shinobi nicht zu bieten?
Der göttliche Erbe kommt mit mir. Ja, dann. Na klar, dass ich den Boss nicht schaffe hier. Hätte ich natürlich geschafft hier. Hätte ich so gefreut. Was ist das? Du bist also wach. Der Tod scheint nicht dein Schicksal zu sein. Noch nicht. Shinobi-Prothese. Der künstliche Arm eines Shinobi, der vom Bildhauer weitergegeben wurde. Eine Nachbildung eines menschlichen Arms mit einer Fülle von Mechanismen. Sie wurde speziell für Modifikationen und Anpassungen entworfen. Trotz einiger Kratzer sowie Blut- und Ölflecken ist sie in tadellosem Zustand. Hat heute hier Müll angedreht, wenn ich schon hier. Hä, wie kann denn trotz Kratzer, Blut und Ölflecken, das ist ja schon alles verhunzt hier. Tadelloser Zustand, ja. Könnte so eine eBay-Sache sein, oder? Ja, ist gut, aber trotzdem irgendwie doch nicht so gut. Hat jemand auf eBay verkauft und der Alte hat es dann uns gegeben. Naja, so ist es halt heutzutage. Siehst du diesen gütig blickenden Buddha dort? Das ist keiner von meinen. Er wurde vom wahren Bildhauer geschaffen. Wenn sich jemand dem stellt, was sich in seinem Innern befindet, kann er womöglich helfen. Sich dem stellt, was in ihm ist? Wut, Traurigkeit oder vielleicht uralte Erinnerungen. Diese Art von Dingen. Kann man aber offenbar noch nichts machen. Ja, das muss auch ein beschissener Job sein, hier ständig diese scheiß Buddha hier zu schnitzen. Naja. Wie nennst du dich? Deine Augen. Ich sehe die Augen eines Wolfes, der es nicht geschafft hat, seine Pflicht zu erfüllen. Das geht euch nichts an. Die Worte eines wahren Shinobi. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Oh, okay. Dialogsystem. Sagen, wie du hierher gekommen bist. Wie bin ich hierher gelangt? Ich habe dich nur hergeschleppt. Dabei wusste ich nicht mal, ob ich vielleicht nur eine Leiche mit mir herumschleppe. Ich konnte aber nicht zulassen, dass du von einem Rudel wilder Hunde gefressen wirst. Wie lange habe ich geschlafen? Seit ich dich gefunden habe, ist einige Zeit vergangen. Ich verstehe. Aber dein Meister lebt noch. Er wird in der Ashina-Burg gefangen gehalten. Sie werden seine Blutlinie bald für sich nutzen. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Das Blut des göttlichen Erben. Was bedeutet das? Ich weiß nicht viel über ihn, außer das Drachenerbe. Das ist der Name eines besonderen Blutes.
und dieses Blut fließt durch die Adern deines Meisters. Und der göttliche Erbe? Jemand ist hinter ihm her. Es kann sein, dass die seltsamen Dinge, die mit deinem Körper passieren, etwas damit zu tun haben. Mein linker Arm. Was habt ihr mir angetan? Das hier nenne ich eine Shinobi-Prothese. Ein passender Fangzahn für einen einarmigen Wolf. Außer wenn man einen Buddha schnitzen möchte. Du kannst sie haben. Eine Shinobi-Prothese? Sie ist nicht einfach nur ein Ersatz für deinen verlorenen Arm. Komm mich besuchen, wenn du Shinobi-Module findest. Shinobi-Module? Verstehe. Für die Prothese. Du lernst schnell. Wenn du mir Shinobi-Module bringst, werde ich einen Weg finden, sie mit deiner Shinobi-Prothese zu verbinden. Du wirst sie noch zu schätzen lernen. Ich habe schon zu viel gesagt. Geh jetzt. Ach, wie toll. Du bist ziemlich seltsam, aber auch andere seltsame Besucher sind in diesen Tempel gekommen. Einer befindet sich auf der Lichtung rechts neben dem Tor, das vom Tempelgelände führt. Zwei Fremde in seltsamen Umständen. Ihr zwei könntet euch verstehen. Was das war? Du schon wieder. Ich muss den Buddha schnitzen. Tu, was du willst. Ja, richtig. Dieser gütig blickende Buddha dort drüben, stell mit ihm nichts Komisches an. Krass, was ist das denn alles? Irgendwelche Schreiben, die hier an die Tür gehängt wurden. Vielleicht Eieraufträge, damit der neue Buddha schnitzt. Das ist ja so eifrig. Das ist hier sein. Damit verdient er seine Kohle, seine Asche. Ach, schau mal an. Echter Geldbeutel. Ein Geldbeutel mit einer Handvoll Zen. Kann verwendet werden, um die. Wie spricht man das aus? Ist es Zen oder? Ja, Zen, oder? Im Inneren zu erlangen. Hat ein recht befriedigendes Gewicht. Zen in diesem Geldbeutel gehen beim Tod nicht verloren. Ach, das ist so wie das Kaltblüttau vom Bloodborne und die Seelen zum Aufknacken. Da spielt wohl Geld eine wichtige Rolle in dem Spiel. Was ist denn das? Ach ja, hier geht's weiter. Cool. Da kann man auch was machen. Figur des Bildhauers besuchen. Figur des Bildhauers Menü. Figuren des Bildhauers dienen als Checkpoints überall in Ashina. Beim Rasten dort wird deine Vitalität vollständig so wie eine Anwendung von Auferstehung wiederhergestellt. Gelagerte Schnellobjekte und Geistempleme landen im Inventar. Besiegte Feinde werden mit einigen Ausnahmen wiederbelebt, wenn du rastest. Ja, das ist ja nichts Neues. Gebetsperlen, damit können wir Vitalität erholen. Und Erinnerungen, damit können wir die Angriffskraft erhöhen. Und das ist da unten die Null. Göttliche Hilfe. Ah ja, ich nehme einfach mal an, das Spiel wird uns schon sagen, was wir machen müssen. Aber das ist doch Quatsch jetzt. Ach, das Grüne heißt dann... Moment mal. Das Grüne heißt, es geht ins Inventar, ne? Wir können nur maximal 3 tragen, aber... Nee. Ich hab doch 2 Dinger... Wo sind die jetzt verfallen, oder was? Naja, ich mach einfach weiter. Hier hat er gesagt, Typ, ne? Das wird wohl der sein. Was ist jetzt hier drin? Was ist Gabenkasten?
Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt im Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchung des Kastens und Geld erlangt werden. Ja. Ist momentan leer. Das heißt, es wird wohl zu Situationen kommen, wo man Dinge verlieren kann oder bestimmte Sachen nicht mehr erreichen kann. Okay. Das ist ein Kollege. Ein unbekanntes Gesicht. Wie ist euer Name? Wollt ihr ihn mir nicht verraten? Ihr seht aus, als wärt ihr ein geschickter Shinobi. Entweder ein Shinobi oder vielleicht. Bitte, ich möchte euch um etwas bitten. Kämpft gegen mich. Was? Autsch. Wie ich dachte, ich lebe noch. Diese Schwertkunst, sie ist beeindruckend. Nur wenige konnten mich auf so eine gründliche Weise töten. Was seid ihr? Manche nennen es Untot, andere infiziert. Ich kann nicht sterben, also bin ich immer hier. Was treibt euch in die Nähe eines derart maroden Tempels? Ihr scheint über vieles nachzudenken. Sagt, wieso übt ihr eure Schwertkampffähigkeiten nicht ein wenig an mir? Könnte nützlich werden, ganz gleich, was eure Mission ist. Ein Körper, der nicht sterben kann, könnte praktisch für euch sein. Na? Klar. Nun gut. Sehr gut. Fangen wir an. Es heißt, sein Schwert zu schwingen wäre eine gute Ablenkung. Hanbei, der Unsterbliche. Grundlagen des Kampfes trainieren. Komm. Angriffe. Da können wir nochmal mit ihm reden. Habt ihr es bemerkt? Dieser Tempel zieht diejenigen an, die nicht wissen, wohin. Auf mich trifft das auf jeden Fall zu. Und das bleibt nicht folgenlos. Manchmal landen interessante Dinge im Gabenkasten. Dieser Tempel zieht diejenigen an auf mich und das bleibt nicht. Manchmal landen. Grundlagen von Angriffen. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Ein Shinobi wird die Haltung zum Beispiel durch Angriffe durchbrechen. Im Fall mit durchbrechender Haltung ist ein Shinobi Todesschlag anfällig. Über nach dem Durchbrechen der Haltung 3 Todesschläge aus. Angriff bei durchbrochener Haltung, Todesschlag. Nochmal. Weiß noch nicht erneut genau gegen mich. Hast du schwere angefangen? Bringt er ihn im Straucheln? Ah, damit kann man den Block durchbrechen, oder? Ich glaube, man hat nicht genug Zeit. Sehr gut gemacht. Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Und da wird ich angefreicht, nicht immer, um die Haltung des Feindes zu brechen. Das Parieren gegnerischer Angriffe durchbricht die Haltung des Feindes ebenfalls. Pariere feindliche Treffer und führe 3 Todesschläge aus. Bei feindlichen Treffern parieren, bei durchbrochener Haltung Todesschlag. Kämpft erneut gegen mich.
Das war ein guter Kampf. Nice. Dieses Klirren der aufeinanderprallenden Katanas ist schon mega geil gemacht. Wo soll ich Schritt? Wenn das so ist, bin ich euer Gegner. Weiche gegnerische Angriffe mit dem Ausweichschritt aus. Dies schadet der feindlichen Haltung zwar nicht, jedoch verfehlen manche Angriffe so komplett. Weiche Angriffe aus und greif an und lande 3 Todesschläge. Ausweichkonterangriff. Ausweichschritt nach Ausweichschritt. Ausweichkonter, okay. Kämpft erneut gegen mich. Nach einem Niederschlag im Boden zu bleiben, bedeutet den sicheren Tod. Mit einer Ausweichrolle kannst du dich schnell von einem Niederschlag oder Haltungsverlust erholen. A, Behaltungsverlust. Oder B, wenn niederschlagen. Ausweichrolle. Nochmal. Okay, so geht das nicht. Okay. Muss ich da früher? Das sein, oder? Jetzt zurückgehen. Das war ein guter Kampf. Naja, das müssen wir, glaube ich, nochmal üben. Wir üben hier nur. Aber sollten wir vielleicht etwas versuchen, das mehr wie ein echter Kampf ist? Greift mich an, um mich zu töten. Besser könnt ihr euch nicht auf den Ernstfall vorbereiten. Was ist los? Warum tut ihr das alles für mich? Zum einen, um die Zeit totzuschlagen. Und zum anderen, naja, ich würde gerne eure Sorgenfalten glätten. Genug geredet. Fangen wir an. Freier Kampf ist es verfügbar. Grundlagen. Lasst uns beginnen. Ja. Übe, was du bisher gelernt hast. Was ist los? Kämpft erneut gegen mich. Nein. Stimmt etwas nicht? Hervorragend. Ich habe nicht weniger von euch erwartet. Puh. Dieser Tempel auf und das Manch. Ihr könnt jederzeit wieder herkommen, wenn ihr Techniken ausprobieren möchtet. Stehe ich euch zur Verfügung. Netter Kerl. Ah, ich hätte gedacht, dass da vielleicht noch was ist. Kann man hier hochspringen? Ist auch nichts. Gut. Na dann. Moment, nee. Passt. Ich würde mal sagen, wir schauen mal noch in diese Höhle rein, die hier links ist.
Da oben, da geht's weiter, aber hier geht's auch weiter. Was ist denn hier? An der anderen Seite verriegelt. Da kommt man wohl erst später lang. Okay. Das Spannendste ist... Oh! Kommt sich eine Form mal her. What the fuck? Das Spannendste, um den Satz mal zu beenden, wird für, ist für mich persönlich, wie das mit dem Level-Design funktioniert. Mit den Shortcuts. Gibt es überhaupt Shortcuts? Oder ist man quasi selber ein Shortcut, weil man dieses vertikale Spielen hat mit dem Greifhaken. Ich bin sehr gespannt. Aber es scheint ja doch ein paar Sachen zu geben, die die wieder zurückführen. Sie denn? Ihr seid wirklich von den Toten auferstanden. Die Macht des Drachenblutes. Ich hätte nie gedacht, es mit eigenen Augen zu sehen. Wer seid ihr? Mein Name ist Emma. Ich stehe als Ärztin in den Diensten eines Meisters. Welchen Meisters? Vergebt mir, aber um seiner Sicherheit willen kann ich das nicht verraten. Mein Meister gab mir jedoch den ausdrücklichen Befehl, euch zu unterstützen, wo ich kann. Ich verlange nicht, dass ihr mir vertraut, aber ich muss dem Befehl meines Meisters Folge leisten. Eure Kürbisflasche mit Heilwasser, ich habe sie ursprünglich hergestellt. Ich bin Ärztin und werde euch als solche unterstützen. Ja, dann ist ja wohl klar, wessen Meister sie dient, oder? Nämlich Dogan. Oder Dogen, oder wie er heißt. Ich habe eine Bitte. Was ist los? Lasst mich bitte euer Gesicht sehen. Was? Dieses weiße Mal. Ist das ein Geburtsmal? Nein. Dann muss es bei denen auftreten, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht ist es ein Symptom. Seid ihr fertig? Ja. Das ist alles. Tut mir leid, das war ziemlich unhöflich von mir. Also, ist es kein Geburtsmal? Dann weisen es jene auf, die das Drachenerbe empfangen haben. Oder vielleicht? Diese Kürbisflasche ist von euch? Ja. Sie war für Kurosama gedacht. Aber offenbar hat er sie euch anvertraut. Ihr habt es sicher bemerkt, aber... Das heilende Wasser in der Kürbisflasche vermehrt sich von selbst. Selbst wenn sie geleert wurde, füllt sie sich nach kurzem Rasten wieder. Ja. Kann man sie noch verbessern? Bringt mir Kürbissamen. Kürbissamen? Ja. Aus den Kürbissamen fließt Heilwasser. Kommen weitere Samen hinzu, erhöht sich die Menge an Heilwasser. Wenn ihr welche findet, bringt sie mir. In Ordnung. Haben wir ja noch nichts. Wiedersehen. Na, dann wollen wir mal. Das scheint das hier schon der richtige Weg zu sein. Greifhaken. Mit dem Greifhaken der Shinobi-Prothese erreichst du Orte, die anders unerreichbar wären. So kannst du dir erhöhte Positionen zunutze machen. Ein rundes Symbol zeigt Greifpunkte in der Nähe an. Wenn es grün wird, ist der Greifpunkt in Reichweite. E.T. Ups. Oh. Hübsch. Ich würde sagen, was sich dahinter verbirgt, während wir hier auf die... Ist das eine aufgehende Sonne? Nee. Aber auf diesen roten Strandhimmel mit diesen... mit der wunderschönen Sonne am, am Himmel und diesen leichten Luftzug, der unserem Sekiro durchströmt, werde ich hier mal, glaube ich, die Aufnahme beenden. Und der Stream läuft weiter, wie immer. Aber die YouTube-Folge werden wir hier, glaube ich, mal cutten.